Du hast Bock auf eine Smartwatch, so ähnlich wie so eine Garmin, aber Garmin ist einfach viel zu teuer? Dann ist auf jeden Fall dieses Video genau das Richtige für dich. Bleib auf jeden Fall dran. So, wir machen jetzt einmal den Test. GPS ist an, Puls wird überprüft und wir starten einfach mal eine Tour und gucken mal, wie das später aussieht in Kalorien, in Strecke, was die Uhr alles misst und so weiter und so fort. Let's go. Ich habe die Cospet Tank T3 Ultra bekommen und die auf Herz und Nieren so ein bisschen getestet. Das ist eigentlich eine ganz normale Smartwatch, allerdings nicht so ein typisches Fitness-Tracker-Ding. Das Teil kann auch alles, was so Fitness-Tracker können und sogar noch mehr. Und was diese Uhr so kann, was sie nicht so gut kann, das werde ich euch in diesem Video berichten. Grundsätzlich ist diese Uhr super, super stabil gebaut, so dass eigentlich ja, nichts kaputt gehen kann, sogar wenn ihr mal beim Mountainbike stürzt. 170 plus verschiedene Sportarten kann das Ding, also wirklich alles von Tanzen, Yoga, Schwimmen, Wandern, im Freien, in der Halle trainieren, irgendwie kann das Teil wirklich alles tracken. Dazu kommt, du hast noch die typischen Smartwatch-Funktionen, wie du kannst telefonieren, so mit der Uhr, wie man das auch zum Beispiel von anderen Smartwatches kennt. Das Ding ist wasserdicht, das Teil ist staubresistent, schlagresistent. Es gibt wohl Tests, wo jemand mit dem Auto drüber gefahren ist und das Teil trotzdem nicht kaputt ist. Was ja für uns Mountainbiker auf jeden Fall wichtig ist, dass wenn da Staub drin ist vom Bikepark, wenn du mal stürzt und so weiter, dass das nicht direkt kaputt ist. Ich habe andere Fitness-Tracker, die schon im Bildschirm so den ein oder anderen Kratzer haben. Und das Teil hat jetzt bisher wirklich noch gar keinen Schaden. Ich trage die jetzt seit circa einem Monat und habe einfach damit so ein bisschen alles getrackt. Ihr könnt den Schlaf tracken, ihr könnt eure Erholung tracken, euer Stresslevel tracken. Lauter kleine Spielereien, man kann natürlich auch das Display verändern. Ich habe jetzt mal wieder heute mein Display geändert, weil ich ein anderes Design haben wollte. Auch ganz praktisch finde ich, dass man neben dem Touch-Display alles mit auch so Tasten bedienen kann. Das finde ich immer ganz schön praktisch, weil man einfach schneller da dran kommt, als wenn man da ein bisschen rumwischen muss und dann irgendwie ja immer auf der Suche ist nach der richtigen Funktion. Jo Leute, was geht ab? So, wir sind wieder auf dem Uphill, aber diesmal mit dem Biobike. Ich fahre ja eigentlich nie so Enduro-Touren, beziehungsweise immer beim E-Bike, weil ich bisher ja auch lange nur einen Downhill hatte. Und heute hatte ich einfach Bock loszuziehen und durch die Uhr, die Cospet Fit, kann ich ja jetzt auch mal tracken mit GPS, was ich da für eine Strecke mache. Und ja, wir checken das mal aus und ich sage euch nachher mal, wie die Auswertung so bei dieser Uhr aussieht. Und kann euch natürlich auch ein bisschen verraten, wie das Swoop so bergauf fährt. Yeah! Puh, ich bin oben angekommen. Es geht auf jeden Fall. Also ist jetzt nicht so, dass sich das Rad gar nicht bergauf fahren lässt. Es geht natürlich weniger gut als ein Trailbike, aber
für ein Enduro mit so viel Federweg finde ich das auf jeden Fall okay. Wie gesagt, andere Bikes, die ich gefahren bin, um einiges schlechter. Damit sie wirklich, jetzt ist auch einigermaßen steil hier tatsächlich. Ich fahre jetzt den Trail runter, einmal ganz. Und dann fahren wir einfach so eine gemütliche Tour noch ein bisschen, weil ich will einfach mal ein bisschen die Uhr noch mal testen, wie das Ganze so läuft. Muss jetzt keine Riesentour sein, habe auch nicht so mega viel Zeit, aber ich wollte einfach mal ausprobieren, wie das Ganze funktioniert. Und es gibt auch noch so eine Selfie-Funktion, das ist eigentlich ganz witzig. Die testen wir auf jeden Fall auch noch. Ich bin einige Touren gefahren, einmal eine richtige Enduro-Tour, ein Stündchen, dann eine E-Bike-Tour und habe das auch so ein bisschen das GPS getestet und so weiter. Auf diesen ganzen Sachen nehme ich euch heute mit. Aber das Rad macht auf jeden Fall auch Spaß auf so Home Trails. Hier wird doch mal ein Fotospot, oder? Kann man hier machen. So, und zwar läuft es so, man geht halt in die App. So, Handy ist platziert. Dann gehen wir hier auf den Fernauslöser-App. So, haben wir aufgerufen. Und dann haben wir hier, können wir drücken. Und dann gucken wir immer so unauffällig in die Ferne. Und stecken den Fernauslöser. Tipp, vielleicht noch eins. Das ist natürlich immer so ein bisschen unauffällig. Für so auf der Tour einfach nur ein Foto schießen, so finde ich das richtig cool. Vor allem, wenn man alleine unterwegs ist und irgendwie ein schönes Motiv hat. Nehmen wir mal an, ihr seid in den Bergen, sieht das ja nochmal anders aus. So, Training, mal weiter, Radfahren im Freien. Dann warten wir kurz auf GPS. Oft ist das so im Wald natürlich ein bisschen schwieriger. So, aber er hat schon gefunden. GPS, voller Empfang. 3, 2, 1, go, weiter geht's mit der Tour. Auf den Touren ist das Ganze sehr, sehr einfach zu bedienen. Ihr startet einfach, wartet, bis ihr ein GPS-Signal habt. Das wird sehr, sehr schnell gefunden. Ihr habt ein Dual-Frequency-GPS, sodass ihr auch, wenn ihr durch den Wald fahrt oder unter Brücken, in der Regel nicht das GPS-Signal verlieren solltet. Und es funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Außerdem so kleine Spielereien, die ich ganz witzig fand, wie Fernauslöserfunktion fürs Handy, habe ich dann auch getestet. Allgemein muss ich sagen, dass die Uhr mir wirklich gut gefallen hat. Sie ist auch nicht so ultra schwer, wie ich zuerst befürchtet habe, sodass sie irgendwie auf das Handgelenk knallen würde beim Fahren. Man merkt sie tatsächlich eigentlich beim Fahren gar nicht. Ist natürlich ein Ticken schwerer als so kleine Fitness-Tracker, aber dafür ist es halt auch eine richtige Uhr. Die Akkulaufzeit ist super lang. Ich habe zuerst ein bisschen gezweifelt, dass das Ding wirklich eine Woche hält, weil meine Fitbit zum Beispiel, die ist eigentlich nach 2 Tagen leer. Und das Teil, obwohl ich jeden Tag mein Training damit getrackt habe, auch im Gym und solche Sachen, hat locker eine Woche, also sie war dann auch noch nicht richtig leer, irgendwie 20% oder so, und dann habe ich sie mal angehangen. Aber sonst hat das Ding wirklich sehr, sehr lang gehalten. Also eine Woche Akkulaufzeit ist durchaus realistisch und das finde ich immer bei so Smartwatches auf jeden Fall einen Punkt, der sehr wichtig ist. Denn man will das Teil einfach nicht ständig laden oder wenn man mal länger unterwegs ist, eine Tour macht, vielleicht auch über mehrere Tage, dann ist es cool, wenn das Ding einfach wirklich eine Woche lang hält und nicht nach 2 Tagen schon der Akku leer ist. Ich werde auch irgendwie langsam noch Magura-Bremsen fällen.
bis auf die komischen Geräusche, die manchmal machen. So Leute, ich bin wieder zurück und ich muss sagen, Tourentauglichkeit hat mich positiv überrascht. Wenn du auch Bock hast, diese Uhr zu testen, nicht so viel Geld ausgeben willst für eine Smartwatch, dann check auf jeden Fall den Link unten in der Videobeschreibung. Dort kommst du zur Uhr und kannst es selber mal ausprobieren. Ich finde, für das Preis-Leistungs-Verhältnis ist es wirklich ein Knaller. Und ich war schon länger auf der Suche nach so einer Uhr. Ich hatte da auch schon mal mit dem Flo geschrieben wegen seiner Uhr, wegen der Garmin. Aber Leute, ich bin ganz ehrlich, das Ding ist einfach sauteuer. Und ich finde, das ist auf jeden Fall eine Alternative dazu. Checkt es gerne mal ab. Ich hoffe, der kleine Einblick hat euch gefallen. Dankeschön Cosped für Sponsoren dieses Videos. Und wir sehen uns in den nächsten Videos. Abonnieren nicht vergessen. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.